Guten Morgen. Ja, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir fahren heute Enduro und ich bin heute das erste Mal unterwegs mit dem Motorrad mit diesem Grip Tape. Genau, und wie dieses Grip Tape funktioniert, wollen wir jetzt am heutigen Tag mal ausprobieren. Ich muss ja wirklich sagen, mal unabhängig von der orangenen Front finde ich das Design ultra geil. Also bin da sehr, sehr zufrieden mit. Ist ein bisschen mehr Understatement als das letzte, aber definitiv cool. Und weil der Rest an dem Motorrad so schreit, nämlich die Felgen und das Fahrwerk und so, weil das alles sehr, sehr bunt und sehr laut ist, finde ich, dass das Design sich wirklich, wirklich gut macht auf dem Motorrad. Also meine persönliche Meinung. Letzte Woche gab es da ein paar andere Meinungen zu, aber das ist ein anderes Thema. Ja, wir fahren also Enduro. Ich nehme euch mit der GoPro hier oben am Helm und dann sehen wir uns jetzt gleich auf dem Motorrad. Los geht's. Ich habe den ganzen Tag noch nicht gefilmt. Aber ich habe so das Gefühl, dass das so ein Moment ist, wo man was filmen könnte. Na los! Das wird wieder trocken. Einfach Gas geben. Nicht zu langsam. Eher schneller. Jawohl. Gas, Gas! Sehr schön. Schön kontrolliert. Klassiker. Aber das ist ein Starter, das ist schon mal gut. Jasim! Los, Jas! Hat jemand Lust, ihm zu helfen? Nee, lass sein, er schafft's. Er schafft's. Los, jetzt! Ich bin ja auch ein Assi, Alter. Einfach. Schön. Willst du hoch? Okay. War erstmal ganz gut. Halt noch dran. Wird es gut. Schön. Die Kante habe ich ja noch nicht gesehen. Ist da hier noch Anlauf? Das ist ja geil.
Genau. Oh. Das ist ein Problem, da jetzt 2,5 Meter runter. Das ist ja ja nichts. Ja, das wäre jetzt nicht so das Problem, aber... Also... Du kannst ja mal von der Seite gucken, hier ist eine Tür. Kann daran liegen, dass ich so gut geschlafen habe. Nee, keine Ahnung, fühlt sich ganz gut an heute. Grip ist schwer nachzuvollziehen beim Fahren. Was? Naja, vor allem in meinem, also der Fahrstil, wie ich fahre, ist halt auch einfach, da ist es auch einfach schwierig, das zu betrachten, weil ich ja eh das Motorrad die ganze Zeit klammer. Und ob das jetzt... Ja doch, ich glaube, dass das hilft. Also es ist eine Nuance. Das ist so ein bisschen wie ein Serienfahrwerk ein bisschen zudrehen. Das sind auch nur Nuancen, das macht kein anderes Motorrad aus dem, ne, also so. Ja. Grip Tape ist, hatte ich ja früher hier dran auf beiden Seiten. Das ist sehr, sehr gut. Ja, fühlt sich nicht schlecht an, fühlt sich gut an. Ich weiß nicht, mal gucken, ob ich das heute wieder sauber kriege, den Quatsch. Aber erstmal, wenn es nicht so geil aussehen würde, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gemacht. So, alles gut? Fragen? Wir machen gleich mal Enduro Drills 1.1. Ja? Wenn die Kamera aus ist. Wir müssen noch viel Technik üben. Auf jeden Fall. Was dir am allermeisten fehlt, ist Timing. Ja. Weil Mut hast du, das ist nicht dein Problem. Ganz, ganz viel einfach Timing. Wann muss ich das Fahrwerk belasten? Wann hebe ich das Vorderrad an? Wann hebe ich wie viel Gas? Benutze ich das zweite Mal den Kupplungsstoß oder nicht? Oder mache ich es einfach erst mit dem Gas? Kann man ja auch machen, dass man ein bisschen vom Gas hält. Oder rollt man einfach rüber, kann man auch machen. Frage. Warten. Ihr kennt das vom Fahrrad. Ja. Jede kleinste Scheißkante hat ihr Platten gemacht. Hier nicht. Das ist ja nicht so. Das Problem ist hier, das Schöne hier ist, die Kante ist so groß, dass du nicht gegen die Kante fährst, sondern vorne in die Wand. Du fährst ja nicht in die Kante, dein Hinterrad ist ja nicht so groß, dass es genau mittig im 45-Grad-Winkel auf die Kante trifft, sondern du fährst im Grunde vorne in die Wand und an der Wand lang hoch. Verstehst du? Wenn das Ding jetzt ein bisschen flacher wäre, wie zum Beispiel die kleinen Betonschwellen, über die wir gerade drüber gefahren sind, die sind problematisch. Da muss viel Technik, da sollte man mit wenig Druck auf den Reifen drüber fahren. Also nicht drauf springen aufs Motorrad, während das Rad gerade drüber rollt, sondern quasi versuchen mit den Beinen, deswegen habe ich gesagt, im Stehenfahren mit den Beinen zu entlasten. Wenn das Hinterrad drüber fährt, die Beine anziehen, dass du dein eigenes Gewicht vom Fahrwerk nimmst und das ist dein Gewicht, was denn auch nicht mit dem Hinterrad über die Kante fährt. Das ist hier der Playground. Mit Dennis? Ich war schon mit ganz vielen hier. Ja, das werde ich auch gleich mal noch mit der hier machen. Ja. Weil wir jedes Motorrad im Grunde genommen einmal da abgelichtet haben. Ja, hier kann man sich schön hinwegspielen. Das jetzt hier zum Beispiel, wo ich jetzt drüber fahre, da kannst du einfach hochfahren. Das sieht viel schwerer aus, als es ist. Zeig dir. Wirklich, wirklich nicht schwer.
wie immer, Standard, Bike Wash und ein Mikrofasertuch. Ja, nichts Besonderes. Nass machen, einjauchen, abwischen, abspritzen, fertig. Los geht's. Und los jetzt, wie immer, mit Bike Wash. So, und jetzt haben wir hier diese besagten Verunreinigungen. Ich habe keine Ahnung, ob das abgeht. Ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass es gut abgeht. Wir haben gesagt, Mikrofasertuch, vorher Bike Wash. Jetzt gucken wir mal. Okay, es geht besser ab, als ich erwartet hatte. Ein bisschen sieht man da noch. Aber es geht viel besser ab, als ich dachte, weil es sah irgendwie anfangs so aus, als würde es ja nicht mehr abgehen. Na dann, waschen wir mal das ganze Motorrad in diesem Stil. Dann gucken wir mal, dass wir den ganzen Dreck hier abbekommen. Boah, krass. Bei dem Heck hätte ich gar nicht gedacht, dass das mehr abgeht. Na klar, an den Ecken und Kanten ist halt weiß. Da hat man immer Dreck. Aber sonst, schon mal sieht aus, die Ecke hier. Jetzt ist das Wasser auch dreckig, aber also es geht wirklich besser ab, viel besser als ich erwartet hatte. Geil! So, meine lieben Freunde, wir sind also zurück in der Werkstatt. Das Motorrad ist nicht 100% sauber geworden, aber es ist viel, viel besser sauber geworden, als ich ursprünglich dachte. Also ich hätte mir im Leben nicht träumen lassen, dass diese extrem grobe Oberfläche tatsächlich wieder sauber geht. Also das ist viel, viel besser, als ich mir vorgestellt hatte. Dementsprechend kann ich dafür nur noch ein besseres Fazit rausgeben, als ich eh schon dachte. Denn das Dekor macht wirklich einen Unterschied beim Fahren. Das ist einfach ein großer Teil der Auflagefläche von den Beinen. Hat einfach an den Klamotten, die du trägst, einen deutlich höheren Reibwert. Dadurch hast du einfach mehr Kontrolle über das Motorrad. Das ist wirklich, wirklich krass. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das so einen großen Unterschied macht. Tom, mein Kumpel hier, Atomics Racing, der die Dekore herstellt, der hatte auch zu mir gesagt, wir probieren das mal, er ist sich da auch noch nicht so sicher und jetzt haben wir aber, das ist der erste Test und der erste Test ist wirklich, wirklich gut verlaufen. Ich könnte mir vorstellen, dieses Dekor, das ist ja wie so ein Grip Tape, das könnte ein klebend bisschen grobere Oberfläche haben, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es dann nicht mehr sauber geht. Jetzt ist es also tadellos sauber geworden, ihr seht da vorne das Weiß am Heck, das war komplett verschlammt. Das ist wirklich super sauber geworden, also ich bin total begeistert, hätte ich absolut nicht erwartet. Jetzt völlig unabhängig von der Optik, sondern nur technische Funktionsweise davon ist echt gut. Und dass es tatsächlich für mich fahrerisch einen Unterschied macht, dass es einfacher ist, das Motorrad zu klammern und mehr Kontrolle zu haben, wenn man das Motorrad wirklich klammert zwischen den beiden, das Motorrad sich einfach unter dir nicht so viel bewegt. Das ist wirklich gut, hätte ich echt nicht gedacht. Ja, meine lieben Freunde, war eine coole Enduro-Runde. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen amüsiert und ihr konntet euch ein bisschen mal zeigen. Dekor ist mega gut. Plastics und Dekor, das alte Zeug, ist Verlosung nächste Woche. Mache ich, wenn wir im nächsten Video dabei sind, läuft also noch. Das heißt, wenn ihr das alte Dekor noch gewinnen wollt, einfach wieder teilen, liken, markieren und so weiter. Ihr wisst, wie das Ganze funktioniert und dann habt ihr die Chance, ein KTM Factory Dekor von mir zu gewinnen, also einfach mal teilnehmen. Gut, meine lieben Freunde, war schön. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.